Erst einmal herzlich willkommen alle, die da draußen heute zuschauen. Wir freuen uns sehr. Wir, das sind Kirsten. Und? Üben wir noch. Genau. Und Roe. Und zusammen sind wir die Mantika. Mantika! Genau. Und wir haben jetzt erst schon ein paar Live-Talks hier gemacht auf Facebook. Wir werden immer besser. Und heute wollen wir über das Thema Aufbewahrung und Pflege von Tarotkarten reden. Beim letzten Live-Talk haben wir darüber geredet, was ihr beachten solltet, wenn ihr euch ein eigenes Tarot-Deck zulegt. Da haben wir euch einige Ideen für gegeben. Heute kümmern wir uns darum, was ihr damit macht, wenn ihr die Decks euch schließlich gekauft habt. Oi, als du dir so eins deiner ersten Decks besorgt hast, wie bist du denn damals vorgegangen damit? Ja, ich habe es ja beim letzten Mal erzählt, ich arbeite ja auch ab und an mit den tollen Karten des I Ching. Und das sind, nochmals zu erinnern, das sind diese Karten. Und ich war damals sehr, sehr stolz und ich habe mir was Spezielles basteln lassen, nachdem ich ja selber da nicht so fit bin. Und ich möchte es mal zeigen, wo diese tollen Karten drinnen wohnen. Von außen würde man sagen, naja, das ist doch eine stinkige Zigarrenkiste. Ja, ohne Spiegelung sieht man es vielleicht. Aber wenn man dann das Geheimnis lüftet, dann sieht man, dass diese Karten in einem goldenen Innenleben wohnen können. Und auf diese Wohnung der Karten bin ich immer noch sehr stolz, obwohl das jetzt gefühlt ja, 25 Jahre alt ist, sogar noch ein bisschen älter. Und ich freue mich immer wieder, wenn ich die Kiste öffne, wenn ich da reingucke, denn es macht mich immer wieder stolz darauf, wo diese Karten aufbewahrt werden. Ja, du hast jetzt schon angesprochen ein Wort, was ich ganz interessant fand, das war das Wohnen. Das finde ich besonders wichtig, wenn man beachtet, wie man mit Tarotkarten umgehen sollte. Wir werden jetzt sicher gleich noch ein paar andere Sachen vorstellen, in denen man Karten aufbewahren kann. Das, was Roy jetzt gerade gezeigt hat, ist natürlich besonders schön und besonders exklusiv. Aber prinzipiell gehe ich immer an die Tarotkarten heran mit der Haltung, dass das, ich nenne sie immer meine kleinen Haustiere sind, mit denen man pfleglich umgehen sollte. Das heißt, man sollte sie wirklich ein bisschen verwöhnen, nach dem Motto, ich bin gut zu dir und dann machst du auch nette Prognosen für mich. Würdest du das auch so sagen? Ja, absolut. Und die Karten danken es einem, wenn man das so sagen kann. Denn ich bin bis jetzt immer sehr gut damit gefahren, wenn man mit ihnen auch so pfleglich umgegangen ist. Ganz genau. Prinzipiell, also um bei mir nochmal darüber nachzudenken, wie ich damit umgegangen bin, ganz am Anfang habe ich wirklich ja nur ein oder zwei Decks gehabt und die habe ich dann aus ihrer Packung herausgenommen, aus der Schachtel, mit der sie geliefert wurden, habe sie mir mal angesehen und dann habe ich sie immer in der Sortierung, in der sie waren, in ein schönes Tuch eingeschlagen. Ich habe hier mal ein Tuch dabei, was manchmal so bei Tarotkartenpacks auch dabei liegt. Ne? Hier ist ein Tuch, das in einem Deck von Carrie Paris zu sehen ist. Es ist ein sehr schönes Tuch. Es ist jetzt für mich nicht das ideale Tuch. Ich würde da immer ein Tuch vorschlagen, das ein bisschen, das nicht so transparent ist wie das hier und das vielleicht nur aus einer Farbe besteht, damit man, wenn man vielleicht mal beim Picknick irgendwie Lust hat, die Karten zu legen, dieses Tuch aufschlagen kann, dann hat man gleich eine schöne Unterlage und kann Karten legen auf dem Tuch, ohne dass die dann gleich weich und matschig werden. Genau, das ist das, was ich immer gemacht habe am Anfang und später habe ich mir dann auch andere Dinge zugelegt, in denen man Karten aufbewahren kann. Ich habe zurzeit, wenn ich unterwegs bin, wir legen ja in sehr vielen Buchhandlungen Karten, habe ich immer so einen kleinen Beutel dabei, den ich ganz hübsch finde. Der ist, glaube ich, aus dem Königsfurt Verlag. Da haben wir den mal herbekommen. Und in diesem Beutel habe ich nicht nur meine Tarotkarten, sondern ich habe auch meine magischen Astrowürfel, ich habe ein Pendel und vor allem habe ich in diesem Beutel auch Kristalle.
Und die finde ich sehr schön, weil ich das Gefühl habe, dass da meine Karten da irgendwie gereinigt werden. Und gleichzeitig kann ich das auch zu dekorativen Zwecken einsetzen, wenn ich unterwegs bin. Ui, du hast ja auch ein paar Sachen dir rausgesucht, wo du Sachen einpacken kannst. Ja, ich habe natürlich auch so einen Beutel. Ich liebe es aber immer ein bisschen ja, dezenter. Mein Tarotbeutel, der mit mir auf Reisen geht, sieht so aus. Auch ein Geschenk von der Firma Königs Fotorania. Ich finde das sehr schön, diese beiden Hände, die sich da in dieser Schlange, die sich da selbst in den Schwanz beißt, wohnen. Und diese Verpackung ist mit mir immer auf Reisen. Der Beutel ist sehr stabil, also da kann schon mal Reibung entstehen, außen das hält der Beutel kartenstabil und schön. Die Karten, um die ich mal sehr gekämpft habe, nämlich eines der Urtexte des Karl Röhrig, die haben bei mir einen speziellen und sehr diskreten Aufbewahrungsort bekommen. Ich möchte euch auch das nicht vorenthalten. Und wenn ihr mal seht, ne, das ist ein Schächtelchen, sehr transparent, ne, mit Pailletten angemalt, angenäht. Wenn man dann den Deckel lüftet, dann kommt zuerst so ein Moos-Jaspis zum Vorschein, der die Karten mit Kraft auffügt. Und dann wohnen meine Tarotkarten, und das sage ich bewusst, meine Tarotkarten, denn die behandle ich wirklich, es ist so das Feiertagsdeck, die kommen raus an den hohen Tarot-Tagen, die sind so schön genäht und eingeschlagen, und da sieht man dann die Ur-Tarotkarten des Karl Röhrig, wohnen in so einem schönen Seidentuch, und da bin ich mächtig drauf stolz, und da bin ich auch ein bisschen zurückhaltend, mit wem ich dann diese Karten raushole, denn die sind wirklich für mich sehr, sehr wertvoll geworden. Ja, vor mir hast du die ja auch versteckt, offensichtlich. Ja. Sehr schön, Ja. dass ich das jetzt mal erfahre, wo die sind. Wo sie wohnen, ja. Wo sie wohnen, Verzeihung. Genau, also wir haben jetzt schon mal festgestellt, es macht Sinn, die Karten vielleicht lieber als Haustiere zu betrachten, denn als bloße Objekte, die man irgendwie herumwerfen kann. Das ist das eine. Dann macht es Sinn, sich Gedanken zu machen, ihnen einen schönen Ort zu bieten, in dem sie leben können. Wenn man natürlich 200 verschiedene Decks hat, wird das ein bisschen teuer. Dann sollte man sich überlegen, ob man halt unterteilt in Decks, mit denen man arbeitet oft, Decks, mit denen man reist, Decks, die man einfach nur ab und zu mal herausholt, um sich inspirieren zu lassen und dann dementsprechend die Verpackung wählen oder wo wir sie wohnen lassen. Das andere, was dann auch noch wichtig ist, ist, bei uns ist das kein Problem. Wir arbeiten täglich mit Tarot. Unser Sohn kennt unsere Tarotkarten und weiß, was das ist. Aber manchmal möchte man ja nicht sich so outen und lässt dann die Karten ungern rumliegen. Und was würdest du sagen, wo sollte man Karten unterbringen? An welchen Orten in der Wohnung? Also ich glaube, dass jeder von uns einen geschützten Bereich hat, wo er weiß, dass diese wunderbaren Mitbewohner, diese Haustiere, wie du sie nennst, einen liebevollen Platz haben. Und ich denke, wenn man die Tarotkarten schön verpackt und dann trotzdem in der Schreibtischschublade wohnen lässt, sind sie uns nicht böse. Wenn wir sie natürlich immer an dem Ort, wo wir auch den Hausmüll aufbewahren, transportiert, dann gibt man ihnen auch nicht die richtige Wertschätzung. Und ich denke, das ist doch nicht unerheblich. Ja, genau. Wenn ihr euch den Luxus leisten könnt, eine Meditationsecke habt oder vielleicht sogar einen kleinen Hausaltar, manche Leute haben ja so etwas, dann würde ich euch immer empfehlen, die dort aufzubewahren. Und ansonsten finde ich jetzt noch als wichtiges Thema, du hast es schon angesprochen, sollten andere Leute Tarotkarten anfassen, die man besitzt? Was meinst du? Ja, also ihr habt es ja gerade gehört, Kirsten kennt nicht den Ort, wo meine Spezialröhrig wohnen, aber all die anderen Karten, die wir besitzen, die kennt Kirsten natürlich, das weiß Kirsten, wo die ihren Aufbewahrungsplatz haben. Und
Für mich sind die Tarotkarten sehr wichtig, aber man darf sie natürlich anfassen. Sie sind ein Teil von uns allen und sie sind ein Teil, der auch wichtig ist und der uns hilft. Und ich vertrete da vielleicht eine Meinung, die nicht alle haben, aber für mich sind Tarotkarten etwas, was jeder anfassen darf. In der Beratung dürfen und sollen auch meine Klientinnen und Klienten die Tarotkarten anfassen und auch mischen, denn es geht ja um ihre Themen. Darum ist es mir wichtig, dass die auch jeder anfassen kann, der Interesse daran hat. Auch wenn er sie nur angucken will, um mal die Kunstwerke, die da drauf gemalt sind, so ist es richtig, dass sie die auch sehen. Ja, ich gehöre auch zu den Leuten, die, wenn sie Tarotberatungen machen, tatsächlich die Leute, die mir gegenüber sitzen, die Karten anfassen lassen. Ich finde das schön. Es ist auch für die Leute selbst eine gute Sache, um ja in den Zustand zu kommen, den sie brauchen, um sich auf das Kartenlegen einzulassen. Man kann sich dann besser fokussieren. Allerdings habe ich Decks, die ich von keinem anderen anfassen lassen möchte. Zum Beispiel eins, das ich selbst mal gemalt habe. Das ist mein ganz persönliches Deck, da geht niemand ran. Und dann gibt es auch Decks, die sich zum Beispiel nicht besonders gut mischen lassen, die von der Papierqualität her nicht besonders gut sind, aber die halt einfach sehr schön aussehen. Auch die gebe ich ungerne aus der Hand. Ja, dann haben wir natürlich auch Decks geschenkt bekommen im Laufe unserer Karriere als Kartenleger. Die sind Unikate, die gibt es vermutlich gar nicht mehr. Und auch da sind wir ein bisschen zurückhaltend und sagen, ja, Moment mal, das wurde uns zu treuen Händen überreicht. Und da sind wir auch ein bisschen zurückhaltender, weil wir auch sagen, das ist auch eine Wertschätzung dem Künstler gegenüber. Ja, das sehe ich auch so. Gut, also wir haben jetzt festgestellt, wo wir sie aufbewahren, ob wir sie anderen Leuten in die Hand geben, wie wir prinzipiell über Karten denken, die wir besitzen. Dann finde ich es noch ein wichtiges Thema, sich zu überlegen, wie sorge ich dafür, dass meine Karten beim Kartenlegen gut funktionieren. Manche Leute nennen das Energetisieren. Da kann man jetzt aus der wissenschaftlichen Ecke heraus denken, was man möchte darüber. Ich habe schon das Gefühl, dass Karten besser arbeiten, wenn ich mich mit ihnen vorher etwas beschäftige. Ganz früher, als ich noch nicht so viel Karten gelegt habe, habe ich immer, wenn ich ein neues Deck hatte, das mit mir ins Bett genommen und unter mein Kopfkissen gelegt über Nacht. Ja, da warst du noch Ah, nicht da. Radio Und Podcast sind eine schöne Sache, da lernt man sich auch nach Jahrzehnten wieder kennen. ja, das ist ganz spannend, ne? Ja, und die lagen unter meinem Kopfkissen und ich habe dann praktisch wirklich eine Verbindung mit ihnen gehabt. Ich habe sie immer wieder auch im Laufe des Tages ja, sowieso bei mir getragen, habe sie hervorgeholt, habe sie wieder angesehen, wieder weggepackt. Und das hat mir persönlich geholfen, mich diesen Karten mehr zu öffnen. Und ich hoffe, die Karten haben sich auch mir gegenüber mehr geöffnet. Ja, das denke ich auf alle Fälle. Und ich denke, es hat ja jeder seinen ganz individuellen Zugang dazu. Du hast sie drumherum mit dir rumgetragen, hast sie bei dir übernachten lassen. Das finde ich eine sehr charmante Sache. Für mich ist es wichtig, wenn ich heute ein neues Deck in die Hand gedrückt bekomme und ich die Karten so ein, zweimal durchschaue und mir die Motive angucke, dann ist es für mich wichtig, würden die Karten für mich eine Geschichte erzählen, wenn ich Karte für Karte angucke. Und das ist oft so, dass die Karten es gar nicht tun. Und dann denke ich mir, ach, sind schöne Karten, aber das Motiv baut mit mir keinen Kontakt auf. Und dann gibt es Karten, da geht es zack, sofort. Und dann merke ich, ah, wie zum Beispiel mit dem Rabentarot, da ging das sofort. Ja, und dann habe ich gemerkt, spannend. Und dann ist man dann auch interessiert daran, die Karten sich genauer anzuschauen und dann mal sich ein paar Stunden damit auseinanderzusetzen und dann überlegen, wie hat denn der Künstler das eine oder andere Motiv verarbeitet? Ja, das geht so ein bisschen in dieselbe Richtung wie bei mir. Eine Sache, die vielleicht noch wichtig ist bei der Aufbewahrung, ist das Reinigen. Es ist ja so, dass wenn wir jemanden die Karten gelegt haben oder vielleicht auch selbst uns die Karten legen und dann kommt irgendwie, es ist ein wichtiges Thema, ein schweres Thema, dann fühlen sich
meiner Erfahrung nach die Karten auch nicht mehr so gut an. Ja? Die sind dann auch müde, wenn wir zurück zu den Haustieren kommen, erschöpft und oft kleben die dann so. Und es macht Sinn, gerade nach solch schweren Beratungen, aber eigentlich auch, wenn man besonders gut ist im Abgrenzen, ich als Fischin ja leider gar nicht, die Karten nach jeder Beratung zu reinigen, es ihnen irgendwie zu ermöglichen, dass sie sich ausruhen können. Gehst du da in irgendeiner Weise vor? Machst du das regelmäßig? Ja, ich lege dafür immer die Edelsteine oder die Halbedelsteine, die wir hier haben, die wir, einen haben wir gerade gesehen, die lege ich dann immer wieder zu den Karten dazu, zeige ihn nochmal. Und dann haben die Karten auch die Möglichkeit, die Energien aus den Steinen zu nehmen. Ja, ich muss gestehen, ich bin da wirklich etwas schlampig. Es ist so, wir haben manchmal Kartensessions in Buchhandlungen. Da habe ich alle 20 Minuten einen neuen Kunden vor mir sitzen und da komme ich wirklich nicht zwischendurch zum Reinigen. Aber es hilft auf jeden Fall, solche Kristalle, die habe ich ja eben schon gezeigt, dabei zu haben. Was ich auch sehr hilfreich finde, sind Aurasoma-Fläschchen, die ich mir dann auf den Tisch stelle. Sehr gerne nehme ich blau auf blau die Flasche Raphael. Die hilft mir auch gerade bei telefonischen Beratungen besonders gut, meine Stimme zu behalten. Und zu den Aurasoma-Flaschen kann man auch gut mal die Karten legen, um sie sauber zu halten. Kennst du noch andere Methoden, um Karten zu reinigen? Ja, also wir haben natürlich keine Kartenwaschmaschine, wo wir die Karten am Abend reinlegen und dann morgen wieder rausholen. Wir haben auch keine radioaktive Sterilisatormaschine, wo wir die Karten reingeben und die würden in einem Prozess wieder in den Urzustand versetzt. Das haben wir natürlich nicht. Ich vertraue da auf die Schwingungen der Steine und ich vertraue da darauf, dass die Karten sich da wieder möglichst gut aufladen. Natürlich haben wir aufgrund von unserer wiederholenden Tätigkeit als Kartenleger irgendwann Karten, die abgenutzt sind, die sich durch das viele Mischen dann ja auseinandernehmen, dass der Lack, mit dem man sie imprägniert hat, abnutzt. Und das sieht man dann. Ich habe Zigeunerwahrsagekarten aus den 90er Jahren, da sieht man fast nicht mehr die Motive. Ja, und diese Karten, die bekommen dann einen Ehrenplatz, die werfe ich nicht weg, denn ich habe da die eine oder andere nette Erinnerung daran. Und das soll auch so sein, da kommen dann meine Karten. Ja, es gibt Dinge, wo sie dann für sich dahin schlummern können und ich greife sie immer mal wieder an und denke dann an die andere oder eine nette Erinnerung. Ja, also wie gesagt, ich bin mit dem Reinigen nicht so gut, aber es gibt verschiedene Methoden. Auch wieder ganz am Anfang, als ich mich mit Tarotkarten beschäftigt habe, ich habe das ja in England gelernt, da hatte ich eine Lehrerin, die mich davon überzeugt hat, dass ich nach jeder Legung jede einzelne Karte über ein Duftgefäß hinüberwähle, in dem spezielles Tarotöl war. Das war mir dann aber auf die Dauer etwas zu langwierig und das habe ich gelassen. Aber sehr starke Jungfrau betonte Menschen in Zeiten von Corona können das natürlich weiterhin gerne mal ausprobieren. Eine andere Methode ist, dass man einfach mal mit Salbei rüberräuchert. Oder was ich dann am allerpraktischsten finde, ist, die Tarotkarten nach einer Session in einen geordneten Zustand zu bringen, also dass man die Trümpfe alle hintereinander aufreiht von 1 bis 22 in Klammer 0, die einzelnen Stabkarten, Kelchekarten, Schwerterkarten, Münzkarten und so weiter und sie alle zusammenbringt, dann können die sich, wenn man sie dann wegpackt, wieder sortieren und gegenseitig aufbauen sozusagen. Und das hat den zweiten großen Vorteil, dass man herausfindet, ziemlich schnell, wenn eine Tarotkarte abhanden gekommen ist. Das passiert mir nämlich leider auch immer, dass ich dadurch, dass wir so viel unterwegs sind, irgendwo Karten verliere und dann ist das ganze Deck futsch und man muss sich ein neues Deck anschaffen, was sehr unschön ist. Das ist richtig. Und das machen wir aber doch regelmäßig, dass wir unsere Karten wieder in diesen Urzustand zurückbringen, dass sie wieder geordnet an Ort und Stelle liegen. Ja,
Ich denke, wir sind jetzt soweit mit dem Thema durch. Hast du noch irgendwas Wichtiges, was du dazu sagen möchtest? Ja, also ich möchte davon abraten, die Karten mit grüner Seife oder sonstigen zu reinigen. Das tut dem Karton, das tut dem Papier, auf dem sie gedruckt sind, nicht gut. Wer das mal probieren will, der wird merken, dass das ein falscher Ansatz ist. Gut, dies ist ein sehr wertvolles letztes Wort zum Reinigen von Tarotkarten.